Leute, dieser Typ erfüllt sich gerade seinen Traum. Wir haben geträumt, wir werden Superstars und ich wusste, irgendwann wird es wahr. Dream ist Stammgast in den Trends, spielt in ausverkauften Hallen und hatte gerade erst einen Song in den Top 10. Dream macht Schlagerrap. Ihr habt euch immer wieder gewünscht, dass ich mal ein Video über ihn mache. Also, wie er mit seinem Schlagerrap eine perfekte Nische gefunden hat, warum das gerade jetzt so krass gut funktioniert und wieso ich trotzdem ein paar Fragen habe. Dies sagt sie etwas. Leute, wir lernen hier nicht für die Schule, wir lernen hier fürs Leben. Und deswegen Abo dalassen, Glocke anmachen und... Setzt euch jetzt alle vor die Plätze! Aber mal von vorn. Dream heißt eigentlich Timo Grabinger und er kommt aus Büchelkühn aus der Oberpfalz. Mein Zuhause bleibt meine Bande, gib mir die Kante nachts im Bächelkühn. Büchelkühn, aka Bächelkühn, knapp über 1000 Einwohner, kein Empfang, aber bekannt aus Funk und Fernsehen. Hier zum Beispiel waren die Übeltäter aktiv. Fünfmal haben sie im 1000-Einwohner-Ort Büchelkühn zugeschlagen. Im Real Life wäre er, by the way, fast Koch geworden. Er hat sogar eine abgeschlossene Ausbildung. Nur Musikmacher, das war halt der noch größere Dream. Seinen ersten Song als Dream hat er 2018 rausgebracht. Ja, 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 wir machen nur Blödsinn. Vergiss die ganzen Gangster, weil die alle blöd sind. Damals noch Pop-Rap auf Hochdeutsch, so ein bisschen Crow-mäßig. Nicht wirklich was Besonderes und deswegen nicht so wirklich erfolgreich. Stück für Stück entdeckt er dann immer mehr das Schlager-Dorfding für sich. Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen. Damit findet er sein Alleinstellungsmerkmal. So ein bisschen bayerische Finch mit mehr Humpa Humpa und einem ähnlichen Humor. Dafür will ich dein Holz vor der Hütte heute Nacht einmal entführen. Dream hat wirklich zero Problem mit Saufschlager und auch absolut keine Angst vor Trash. Die Texte sind gerne absichtlich plump und mindestens 3 Meter unter der Gürtellinie. Viel Provokation, viel Dorfjugendklischee. Lass uns endlich in das Bierzeit, Baby. Sein Markenzeichen wird das Halstuch mit dem blau-weißen Karo. Sein Claim: Ladies and Gentlemen, hier ist Deutschlands erster Schlagerrapper. Irgendwo sind das die Einflüsse, die ich auch bespiele, die ich auch produziere, die ich auch schreibe. Aber es ist auch eine sehr große Provokation, das tue ich sehr gern oft. Und ich weiß einfach, dass die Schlagerleute eher weniger mit den Hip-Hop-Leuten zu tun haben und umgekehrt genauso. Und was fehlt jetzt noch zum Erfolg? Richtig, der obligatorische Techno-Remix. Mit dem gelingt Dream 2022 dann endgültig der Durchbruch. Aber warum kommt der Bree eigentlich so gut an? Meine Musik ist erst so die letzten 2-3 Jahre wirklich, sag ich mal, gut geworden. Ich find's sympathisch, wie ehrlich und uneitel er das Ganze betrachtet. Also ich glaube, der Hype kommt vor allem daher, wie Dream sich aktuell gibt. Zum Beispiel dieses ganze Dorfleben-Ding in seinen Videos. Man sieht ihn im Bierzelt natürlich, Landstraße mit tiefer gelegtem Dreier-BMW, auf dem Faschingswagen vom Burschenverein oder ganz classic Partykeller-Abriss. EDM-Geballer, Deutschrap, Malle-Schlager und dann schön entspannt Weizenheizen mit den Boys. Er bedient sich gern an allem, was der DJ so in der Dorfdisse oder auf der Hochzeit raushaut. Scheißegal ob Eiffel 65, Wolle Petri oder die Wenger Boys. Man muss gar nicht so deep im Musikgame drin sein, um die ganzen Referenzen in seinen Songs zu checken. Das ist praktisch Allgemeinwissen. Bayern 1 mal 1, Ahlmann Kulturgut. Und weil es so ziemlich alle kennen, können es auch so ziemlich alle mitgrüllen. Im Fall von Superstars gibt es noch eine extra Portion Schmalz. Meine Freunde haben alle vor der Zukunft Angst. Die Hook vom Kinderchor. Ja, logisch. Auch wenn Dream ja grundsätzlich nicht für so deepe Lyrics bekannt ist, Superstars ist schon ein bisschen anders. Der Song geht um Kindheitsträume und Zukunftsängste. Und irgendwie wirkt es so, als würde Dream versuchen, uns was mitzugeben. Zum Beispiel so ein bisschen die Leute mit klassischen Landwirtschafts- oder Handwerksberufen zu pushen. Was wir sein wollten, war Bauer.
Finde ich nice. Ich meine, Fachkräftemangel is a thing, egal ob auf dem Dorf oder in der Stadt. Man muss nicht immer studieren. Aber dann ist dann noch diese Social Media Line. Viele Kommentare unter dem Video gehen so in die Richtung: Endlich sagt's mal jemand. So richtig passt es irgendwie nicht zu Dream. Er ist ja selbst super aktiv auf Social Media und sein Umgang damit wirkt eigentlich reflektiert. Na, mir war es einfach wichtig, dass ich da drauf eingehe, jetzt auch mit dem Social Media und so weiter. Da werden ja unerreichbare Ziele werden ja gezeigt. Da wird dir einfach algorithmisch das vorgeschlagen, was irgendwie gerade beliebt ist und alles. Und ja, da war es mir einfach wichtig zu sagen, du bist der Superstar. Blöd gesagt, du bist der Fußballer, du bist der Schlagerrapper. Na, herzlichen Glückwunsch, dann bist du genauso viel wert und scheißt denselben Dreck wie jeder andere auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er zwar das Richtige meint, aber er bleibt am Ende so schwammig und vage, dass da noch genug Interpretationsspielraum bleibt, um daraus irgendwie einen schwierigen Take zu machen. In der Hook zum Beispiel. Mama sagt, es wird schon alles gut, mein Schatz, doch kann den Strompreis nicht finanzieren. Ist natürlich auch erstmal nur eine Beobachtung. Aber da ist man eben auch schnell in so einer diffusen, früher war alles besser Debatte, wo alles in einen Topf geschmissen wird. Versteht mich bitte nicht falsch, ich will hier Dream überhaupt nichts unterstellen, aber dieses Hintertürchen bleibt bei solchen Zeilen eben für manche einfach ein Spalt weit offen. Das Land will nicht verstehen, um was es geht. Manchmal überschreitet Dream auch ganz bewusst eine Grenze. Also streiche mir die Wand, du Marlen, nimm ihn in den Mund, du Schlampe. Leute, ich will jetzt auch kein Spielverderber sein, aber der Spruch war vor 10 Jahren im Stadion schon daneben und ist es heute immer noch. Ja, diese Zeile, streiche mir die Wampe, nimm ihn in den Mund, du Schlampe, ist schon sehr jugendlicher Leichtsinn gewesen, das gebe ich schon zu, da habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Das Problem von sowas war auch noch nie, dass man als Künstler, also in seiner Rolle, auf der Bühne nicht provozieren darf und da auch mal Grenzen überschritten werden. Unangenehm wird's halt immer dann, wenn die Besoffenen im Publikum das so mit voller Inbrunst mitgrölen und man nicht mehr steuern kann, wer das jetzt wie versteht. Dream selbst weiß schon auch, dass er sich da auf dünnem Eis bewegt. Dieser jugendliche Leichtsinn, der geht dann irgendwann ein wenig verloren. Dieses, ja, ich mach was ich will, ist mir alles scheißegal. Ihr kennt es ja alle selber, wenn man mal ein bisschen Gas gibt und ein bisschen ausrastet. Genau, da entwickelt man sich auf jeden Fall weiter und deswegen, ich stehe nicht mehr hinter allen Produktionen, allen Songtexten oder allen Mixing-YouTube-Videos oder irgendwelchen anderen Videos, wo ich irgendeinen Blödsinn mache. Natürlich nicht, ich entwickle mich auch weiter. Was Dream auf jeden Fall perfektioniert hat, sich so als der Dorfbro von nebenan zu inszenieren. Schlecht in Mathe, easy. Bock auf Bier, auf Party? Ja, logisch. Sich am Wochenende ehrenlos einen reinorgeln, weil YOLO, Alter. Das ist eine Einstellung, für die man, by the way, nicht auf dem Dorf leben muss. Das ist wahrscheinlich ein großer Teil der deutschen Gesellschaft, der das auch so sieht. Und das erklärt dann vielleicht auch seinen insanen Erfolg. Dream holt die Leute ab, die sich irgendwo zwischen 2010er Hits EDM remixen und Roller von Apache am wohlsten fühlen. Und hey, das ist auch fair. Bei mir ist jeder willkommen, bei mir, ich hoffe und ich sehe es ja auch, egal wo jemand herkommt. Ich finde es einfach super, wenn man Werte vertritt, wenn man einfach einen Spaß am Leben hat und ich glaube, das macht den typischen Dreamhörer aus. Auf der einen Seite finde ich spannend, wie Dream sagt, ey, Dorfleben, saugeil und hier ist der Soundtrack dafür. Das passt ja gerade auch voll gut zu diesem ganzen Landleben-Content und den Communities, die sich vor allem auf TikTok und Twitch gebildet haben. Auf der anderen Seite ist das, was Dream macht, teilweise auch schon sehr Klischee, manchmal sogar ein bisschen lazy, copy and paste und mit Textstellen, wo ich mir denke, ja, Alter, so kreiselig ist es auf dem Dorf jetzt auch nicht. Das ist an den Stellen dann auch Mucke für Leute, die unter Dorf und Bayern und bayerischer Tradition nur gottloses Besäufnis verstehen. Das ist ein bisschen so wie Bayern als Faschingskostüm mit so einem weird-ass Einöhi-Hut und einer Filzlederhose. Das ist so Oktoberfest. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber wie findet ihr den Dream? Hattet ihr den überhaupt auf dem Schirm? Taugt euch der neue Song Superstars? Und versteht ihr, was ich meine? Schreibt es mir in die Kommentare. Ey, und ein Song, der auf eine komische Art und Weise in der gleichen Playlist wie Superstars stattfinden könnte, ist Schwarzer Toyota von Mark Forster, Chiago und
Skirt Cobain. Und wenn ihr wissen wollt, was ich über dieses großartige Stück deutsche Musikgeschichte gesagt habe, klickt auf dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Pferd's euch. Bis nächste Woche.